Ein herzliches Grüß Gott meinerseits. Ich bin Luca Filippi, der Vize-Generalsekretär der Handelskammer Bozen. Heute werden wir eine Veranstaltung über die alternativen Finanzierungsinstrumente vorstellen. Die Referate werden abwechselnd in deutscher und italienischer Sprache stattfinden und jeder kommuniziert in seiner eigenen Sprache. Io saluto cordialmente anche il Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, dottor Michele Ebner, a cui lascerei la parola per i saluti iniziali. Bitte. Grazie, dottor Filippi. Grazie a tutti gli intervenuti, in particolar modo a coloro che oggi tengono una relazione e sono disponibili alla discussione che seguirà. Es ist mir eine Freude, heute dem Thema der Zugang zu alternativen Finanzierungsinstrumenten, come accedere agli strumenti di finanza alternativa, sei es die Referenten wie die angeschlossenen, zugeschalteten Damen und Herren zu begrüßen und der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass wir damit einen Beitrag zur, muss man jetzt schon sagen, zur Überlebensstrategie von vielen Unternehmungen leisten können. Und Überlebensstrategie in der Hinsicht, weil wir jetzt praktisch seit 11,5 Monaten im Lockdown mehr oder minder hart bereit sind. Ein Lockdown, der im Augenblick sehr hart ist und auch wieder verschärft wurde gestern, zumindest was Südtirol anbelangt, und der noch einige Zeit leider dauern wird. Ich hoffe, dass die alternative Besorgung von Impfstoffen von Seiten der Landesregierung gemeinsam mit anderen Landesregierungen oder Gouvernatori wie dem Gouvernatore Zaia und der Lombardei sich positiv entwickeln werden. Ich verstehe überhaupt nicht die Kritik von EU-Seite, die hier wirklich ein Programm von Pleiten und Pannen aufgelegt hat, was Impfstoffe anbelangt, dass sie jetzt hergehen und diejenigen, die privatwirtschaftlich denken und versuchen, die Löcher auszugleichen, die durch schlechtes Verhandeln, durch verspätete Unterschrift und durch verzögerte Lieferungen aufgrund der verspäteten Vertragsunterzeichnung entstanden sind, jetzt wir noch einmal benachteiligt werden sollen, wenn wir uns auf dem freien Markt die Impfstoffe organisieren, die uns die Frau van der Leyen nicht in der Lage gewesen ist, zu organisieren. Dies alles, damit so schnell als möglich die Durchimpfung und die Herdenimmunität entsteht, damit das normale wirtschaftliche Arbeiten beginnen kann. Und damit wir dann noch normal wirtschaftlich arbeiten können, ist es wichtig, dass wir die Liquidität sichern. Wir hatten diese Woche eine Videokonferenz mit den Präsidenten, Generaldirektoren der drei heimischen Banken im Zusammenhang mit der von der Europäischen Bankenaufsicht verbotenen Verlängerung der Moratorien. Die Aussprache war sehr positiv. Wir haben als Kammer darauf gedrängt, dass man Möglichkeiten sucht und findet, die Unternehmungen in Einzelprüfung anzuschauen und dort nach Möglichkeit zu sehen, wie kann man das Moratorium verlängern. Man kann es ja dann auch anders heißen. Aber jedenfalls vom Ergebnis her sollte es das sein, weil wenn Sie im Reisebüro, im Tourismus, teilweise im Handel oder großteils im Handel tätig sind, um nur einige zu nennen, und Sie haben seit Monaten keinen Umsatz, dann werden Sie auch Schwierigkeiten haben, die Bankdarlehen zurückzuzahlen oder sonstige Raten zu begleichen. Und zwar aus einem objektiven Grund, aufgrund der von der öffentlichen Territorialkörperschaft, ob das jetzt die Landesregierung oder die Staatsregierung oder die EU-Kommission betrifft, auferlegten Einschränkungsmaßnahmen.
Dazu braucht es alle Instrumente, die irgendwie möglich sind. Und zwar in der alternativen Finanzierung. Attualmente, ovviamente, i prestiti bancari sono ancora quelli maggiormente utilizzati e continueranno ad esserlo anche in futuro. Hanno una notevole importanza proprio per questo. Questa settimana ci siamo sentiti con i presidenti, gli amministratori delegati delle banche locali affinché cerchino di agevolare il più possibile e riuscire ad prorogare la moratoria anche se l'Istituto di Controllo Bancario Europeo ha di fatto vietato di fare una moratoria tout court. Però facendo le verifiche sulle singole posizioni, di fatto le banche possono poi vedere di trovare una soluzione. Comunque la disponibilità c'è e noi siamo molto confidenti che le banche saranno nuovamente al fianco delle imprese della nostra provincia. Strumenti alternativi come l'invoice trading, mini bonds, basket bonds, crowdfunding ed altri sono strumenti poco conosciuti e per questo è stata proposta e adesso fatta in collaborazione con Enterprise Europe Network questa conferenza come accedere agli strumenti di finanza alternativa, sperando di fare una cosa utile per le nostre 60.000 aziende che arrancano in un numero quotidianamente maggiore e alle quali deve servire il nostro aiuto, il nostro impegno, il nostro sostegno. Grazie a tutti gli intervenuti e un saluto particolare va ai relatori Giancarlo Guidici, Barbara Jäger, Marco Bortoli, Davide Prete e Simon Kofler. Grazie, buon lavoro.